wunderschönen Sonntagabend und herzlich willkommen zur 241. Folge der Honigwabe. Und wir haben natürlich auch einen entzückenden Co-Host Kaspar dabei und auch an den herzlich willkommen. Jo, hallo Schlomo, hallo liebe Zuschauer. Wir haben heute für die Kritik zwei Sachen. Also zum einen bin ich jetzt endlich mal der Kritik nachgekommen, meinen Ordner hochzuladen. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Der ist eine Woche, glaube ich, aktiv oder 5 Tage, ich bin mir nicht ganz sicher. Der ist auf jeden Fall ein paar Tage aktiv, ich glaube 7. Hab da so erst vor einer halben Stunde hochgeladen. Also bis, soweit ich weiß, nächsten Sonntag, 17:40, könnt ihr unter diesem Link meinen Premium-Ordner runterladen, wo ich allerlei Kriminalfälle, Statistiken, eigene Diagramme und so weiter gespeichert habe. Und dann könnt ihr euch das angucken für alle, die das gerne sehen wollen. So, das Zweite ist, dass ich vor kurzem mal wieder in Honigwabe reingehört habe und persönlich der Meinung bin, dass ich nach wie vor leiser bin als Schlomo. Ich meine, weil mir heute in der Audiokurve aufgefallen ist, dass du in der Tat also noch deutlich leiser bist, als du sonst immer warst, habe ich dich jetzt noch mal gut hochgestellt. Was aber bedeutet, dass deine Höhen, deine lauten Momente jetzt deutlich lauter sind als meine, weil ich halt eine stärkere Kompression drin habe. Das bedeutet, ich bin quasi immer gleich laut und du bist, je nachdem, ob du laut oder leise sprichst, lauter oder leiser. Ich versuche absolut krankes Geschreie einfach zu vermeiden. Hier nochmal meine Stimme, damit ihr testen könnt, ob ich signifikant leiser bin als Schlomo. Dann sollte das jetzt geklärt sein. Dann kommen wir jetzt zu Tesla. Da ist gegen 5 Uhr am Dienstagmorgen ein Hochspannungsmast in der Nähe der Tesla-Fabrik bei Berlin abgefackelt. Und dadurch kam es zu einem Stromausfall, der die komplette Produktion bei Tesla lahmlegte. Die Fabrik befindet sich in Grünheide. Das ist Luftlinie keine 10 Kilometer von Berlin entfernt. Mhm. Zwischen der Tesla-Fabrik und Berlin liegt die Stadt Erkner mit knapp 20.000 Einwohnern. Die waren allesamt ohne Strom und ein paar Haushalte soll es auch in Berlin gegeben haben, die keinen Strom hatten. Jedenfalls hatte die Polizei von Anfang an offensichtlich den Verdacht, dass es sich da um Brandstiftung handelt. Zum Beispiel bei NTV Afat, den Artikel kriegt ihr gleich zu sehen, der ist um 8:30 erschienen. 8:38 glaube ich. Da wurde das entsprechend schon geäußert. Da hat sich auch Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen geäußert und hat da von einem perfiden Anschlag gesprochen. Ich zitiere mal. Sollten sich die ersten Erkenntnisse bestätigen, handelt es sich um einen perfiden Anschlag auf unsere Strominfrastruktur. Das wird Konsequenzen haben. Bei Tesla in Berlin arbeiten übrigens 12.500 Personen und die wurden allesamt nach Hause geschickt. Was sollst du sonst machen? Wenn da nichts läuft, dann gehst du nach Hause. Um 11.59 Uhr erschien dann auf der Webseite Indymedia ein Bekennerschreiben der sogenannten Vulkangruppe. Das ist eine linksextreme Gruppe, bestehend aus ungewaschenen und hässlichen Feministen, Frutariern, Vulva-Painting-Artists, Öko-AktivistInnen, ich weiß nicht, und anderen psychisch Gestörten. Hässliche, grässliche Gestalten. Genau. Ich lese euch mal ein paar Ausschnitte aus dem Bekennerschreiben vor. Ein Link zu dem Schreiben findet ihr in der Videobeschreibung. Vulkangruppe Tesla abschalten. Anschlag auf Stromversorgung in der Nähe von Steinfurt. Wir haben heute Tesla sabotiert, denn Tesla in Grünau, hier liegt ein kleiner Fehler vor, Tesla hat mit Grünau gar nichts zu tun. Die Tesla-Fabrik steht, wie gerade schon erwähnt, in Grünheide, ungefähr 15 Kilometer von Grünau entfernt. Alter, ja. Die haben auch direkt mit den ersten Worten schon wieder ihre Aura kaputt gemacht, ne? Also dieser Anschlag an sich ist ja erstmal was, wo man in dem Sinne den Hut vorziehen muss, dass das schon eine krasse Aktion ist, ne? Aber dann kommen die hier an von wegen, wir haben heute Tesla sabotiert, denn Tesla Grünau frisst, ja? Und man hat einfach nur irgendwelche, ja. Und liegen direkt falsch. Ja, nicht nur das, auch der Ton davon. Wir haben heute Tesla sabotiert, denn Tesla in Grünau frisst Erde, Ressourcen, Menschen. Halt, da hat man direkt irgendeine Elendsgestalt im Kopf und halt nicht den ruchlosen Terroristen. Es wird noch viel, viel schlimmer. Du kennst das Bekennerschreiben noch nicht, ne? Nee. Okay, dann schnall dich an, mein Lieber. Denn Tesla in Grünau, gemeint ist Grünheide, frisst Erde, Ressourcen, Menschen, Arbeitskraft und spuckt dafür 6000 SUVs, Killermaschinen und Monster-Trucks pro Woche aus. Bauen die solche Drohnen, die irgendwie Soldaten in die Luft sprengen in der Ukraine? Oder? Du erfährst nicht, was es damit auf sich hat. Unser Geschenk zum 8. März heißt, Tesla abzuschalten. Wieso ist hier vom 8. März die Rede, wenn der Anschlag am 5. März erfolgte? Weil der 8. März der Frauentag ist, der bei psychisch Gestörten ja
mittlerweile zu feministischer Kampftag umgelabelt wurde. Das war also ein verfrühtes Frauentagsgeschenk. Ja, wann immer ich mit Frauen rede, höre ich nur Schlechtes über das Tesla-Werk nahe Berlin. Also die regen sich jedes Mal darüber auf. Das war alles in deren Sinne. Ja? Denn die komplette Zerstörung der Gigafactory und mit ihr das Absägen von Technofaschisten wie Elon Musk sind ein Schritt auf dem Weg der Befreiung vom Patriarchat. Alter. Ja, da wurde übrigens nichts komplett zerstört. Ende nächster Woche soll das alles behoben sein und die Produktion geht dann weiter. Die Frage ist nur, bleiben die sitzen auf den Kosten? Da würde ich mit ziemlicher Sicherheit von ausgehen. Wer soll das bezahlen? Ich meine, in dem Fall... Der Minister von Brandenburg, vergiss es. In dem Fall haben sie erreicht, was sie wollten. Ne? Sie haben denen Schaden versetzt und die bleiben da am Ende darauf sitzen. Ja, was schätzen wir, ob der Schaden ist, bevor du den nächsten Artikel aufrufst? 50.000? 100.000? Mehrere 100 Millionen Schlummer. Oh. Der Spiegel berichtet, dass laut Tesla wir wohl von mehreren 100 Millionen sprechen. Achso, genau, das hier ist nochmal die Karte gewesen gerade, wo ihr seht, dass Grünau mit Grünheide nichts zu tun hat. Ja, also sind, weiß ich ja nicht, 25 Minuten mit dem Auto oder sowas. Gut, ich überspringe jetzt ein wenig. Das Bekennerschreiben ist wirklich lang. Wie gesagt, wer es lesen will, in der Videobeschreibung. Tesla militarisiert die Straße. Wir nähern uns der Beantwortung deiner Frage, Schlummo. Mhm. Seine fahrenden Panzer sind Kriegsgerät. Das Auto als Waffe. Die Straße das Schlachtfeld. Tesla hat statt 9 mm jetzt 856 PS in die Welt gesetzt. Ich weiß nicht. Also der fährt. Das ist, was die Gewalt ist. Der fährt. Ja. Okay. Also die Frage lautet, Schlummo, hast du ernsthafte Zweifel daran, dass diese Leute psychisch krank sind und eine Therapie benötigen? Nee. Und ich finde es besonders lustig in der heutigen Zeit, wo, wenn die Rede ist von Killermaschinen, es ja tatsächlich exakt das in der echten Welt gibt. Ne? Also wir haben momentan einen Krieg, in dem buchstäblich da irgendwelche Leute mit einem Joystick eine Drohne mit Sprengstoff irgendwem anders in die Fresse fliegen und so. Ne? Das passiert momentan wirklich. Und da ist es dann besonders lustig, wenn irgendjemand einfach nur ein Auto, weil es in der Lage ist zu fahren, als Killermaschine bezeichnet. Ja, also zumal ich meine, ingenieurstechnisch ist das kein Hexenwerk, ein Elektroauto. Das ist, glaube ich, schon eine Hausnummer, 856 PS, aber bei dem Elektroauto ist das jetzt nicht, also das ist nicht vergleichbar mit einem Bugatti, welcher war es? Der Veyron? Keine Ahnung, der 1000 PS hat. Ja, und was ist jetzt die Gewalt? Eine andere Hausnummer. Also die Insekten, die gegen die Scheibe prallen? Oder wer erfährt die Gewalt? Die Umwelt? Keine Ahnung, Schlummo. Es sind die petromaskulinen Männer, die dann hinterm Steuer sitzen. Oder auch die petromaskulinen Frauen, die, Schlummo, ich weiß es nicht. Diese Leute sind psychisch krank. Ja? Wer der andere Meinung ist, also wer wirklich meint, dass die nicht abgeholt und eingewiesen werden müssten, der kann uns das gerne in die Kommentare schreiben, ja, und ein bisschen erläutern. Weiter geht's. Wenn sie in Streit mit anderen Autos geraten, werden sie gewinnen. So Elon Musk. Ein Tesla ist Statussymbol, Statement und Propaganda zugleich. Für Menschenverachtung, grenzenlose Zerstörung durch Fortschritt und eine imperiale, patriarchale Lebensweise. Das ist doch einfach nur eine Psy-Op, damit wir auch auf den E-Technologie-Trip kommen. Also ich hatte noch nie so viel Bock auf ein Elektroauto wie jetzt. Ja. Meine Lust steigt auch. Ja? Wer sich einen SUV kauft, ist höchstwahrscheinlich ein Anhänger einer imperialen Lebensweise, der bis zum bitteren Ende von dem Irrsinn profitieren will. In dem heimlichen Poesiealbum einer jeden Aktivistin, nicht gegendert übrigens, sollte ein abgewrackter Tesla nicht fehlen. Kein Tesla auf der Welt soll mehr sicher sein vor unserer flammenden Wut. Jeder Tesla, der brennt, sabotiert die imperiale Lebensweise und zerstört faktisch das immer enger werdende Netz einer lückenlosen, smarten Überwachung jeder menschlichen Lebensäußerung. Also, nochmal was? Ich weiß, dass die haben so einen Wächtermodus. Wie heißt denn? Der heißt der Wächtermodus, weiß ich ganz genau. Der ist aber nur unter bestimmten Umständen aktiv. Ich weiß nicht, inwiefern Tesla lückenlos die menschlichen Lebensäußerungen überwacht. Aber ich mache da zu viele Gedanken. Ja, man muss sich damit abfinden, dass das ein Geisteskranker verfasst hat. Armeen nutzen Teslas Starlink-Satellitensystem in ihren Kriegen. Was dann der nächste Fehler wäre, Starlink ist das Satellitennetzwerk von SpaceX und SpaceX hat mit Tesla so jetzt erstmal nichts zu tun. Die Gemeinsamkeit ist Musk. Elon Musk. Ja. Pardon, Elon Musk. Ja, Elon Musk. Elon Musk in der Ukraine wirkt auch irgendwie wie was irgendein Wutboomer auf Facebook sagen würde, gegen, keine Ahnung, Merkel oder so. Ja, es ist wirklich schwach. Ja, so in der Ukraine,
Also da wird Starlink im Krieg genutzt. Auch Russlands Armee greift auf Starlink-Satelliten-Terminals aus Drittstaaten zu, um Angriffe durchzuführen. Auch Israel nutzt zum Mord in Gaza das Starlink-Satellitensystem. Ich finde es lustig, dass sie so ein klein bisschen da kacken mussten in der Russland-Sache. Also die Ukraine, die benutzt das ja einfach und hat es zur Verfügung gestellt bekommen, mit dem Willen dieser Leute. Ne? Aber das reicht nicht, weil die Ukraine, sagt der Fernseher, ist die absolut gute Seite. Insofern kann man das nicht in derselben Form kritisieren. Nein, wir müssen irgendwie darauf kommen, dass die Russen das auch machen. Gegen den Willen von Musk. Ja. Ich habe auch grundsätzlich übrigens erhebliche Zweifel daran, gerade hier bei Israel, welches das Starlink-Satellitensystem zum Mord in Gaza nutzen würde. Ich habe erhebliche Zweifel daran, weil nach meinem Kenntnisstand Starlink einfach nur Internetverbindungen an jedem Ort der Erde ermöglicht. Ich denke, dass die Israelis in Israel und Umgebung Internet haben werden. Ja, dafür braucht man nach meinem Verständnis kein Starlink. Teslas Starlink-Infrastruktur ist ein militärischer Akteur, wie theoretisch jede andere Internetverbindung, ja, Anmerkung meinerseits, aufgerollt wie eine Perlenkette aus Müll, durchpflügen sie den Himmel, um die Überwachung total zu machen. Welche Überwachung? Also nicht, dass wir nicht überwacht werden, aber dazu brauchen die Geheimdienste oder so kein Starlink, um uns zu überwachen. Ja, das ist eine absurde Feindverortung für dieses Überwachungsding, ne? Elon Musk, als den Haupttyp, der uns hier überwachen will, der ist halt eher so ein verrückter Paradiesvogel, der sich teilweise mit den herrschenden Mächten anlegt, ne? Reden wir über einen Mann, der zu Staub zerfallen wird, auch wenn er lieber unsterblich wäre. Elon Musk. Für Männer wie ihn ist das Schimpfwort noch nicht erfunden, das sie treffend in ihrer Ignoranz, Arroganz, Menschenverachtung und antisozialen Gier nach Macht und Anerkennung beschreiben könnte. Er macht aus seinem Chauvinismus keinen Hehl. Seine Propagandaplattform X ist das Mittel zum Zweck. Hier versammelt er AnhängerInnen einer imperialen Lebensweise. Hier vergewissern sich die AntisemitInnen, das finde ich propagandistisch hochinteressant. Man will hier als linker Schwachkopf offensichtlich den Holocaust instrumentalisieren und stellt sich gegen AntisemitInnen. 10 Sätze zuvor beschwert man sich aber über die Morde im Gazastreifen. Ich persönlich denke, dass das nicht so recht zusammenpasst. Ja, ich glaube, wenn du diese Leute fragst, dann ist Israel ein Unrechtsstaat, der gerade einen Genozid verübt. Aber gut, hier vergewissern sich AntisemitInnen, Antifeministen, Autoritären, ChauvinistInnen, FaschistInnen und AnhängerInnen des Hass gegen Fremde. Fremde übrigens in Anführungszeichen. Also diese Fremden, die sind gar nicht fremd. Weil wir sind eine Menschheitsfamilie, verstehst du, Schlomo? Kriegst du ein bisschen eine Gänsehaut bei dieser Erkenntnis? Ja, ich habe ein bisschen Pipi in den Augen. Sehr schön. Hier organisieren sie sich mit ihrer elitären Sichtweise auf die Welt und als Herrenmenschen. Hier treffen die Arier der AfD ihresgleichen. Wenn Elon Musk den Antifeministen und neoliberalen Präsidenten Argentiniens auf X bejubelt, dann, wenn man sich für Männer bündet. Diesbezüglich gibt es keine Scheu. Man hat sich entschieden, auf der Seite eines todbringenden Maskulinismus zu stehen und eine Blutspur hinter sich herzuziehen, wie ein menschenfressendes Ungeheuer. Alter, ey. Arier in der AfD wäre auch mal so ein Name für eine kleine Untergruppe, so wie Juden in der AfD oder so, können sie doch gründen. Ja, ihr habt es zuerst gehört, ja. Folgt dem Tipp, Schlomo sagt, ist gewinnbringende Strategie. Optics, perfekt. Genau. Ich überspringe jetzt ein bisschen. Wenn alle Stricke reißen, dann würde Elon Musk mit einer Handvoll Sklaven und seinesgleichen das Weite vor den Folgen seiner imperialen Lebensform suchen und den Mars mit seiner Anwesenheit beleidigen. Aber unsere starken außerplanetarischen Verbündeten erwarten ihn schon. Sonnenstürme würden seine Rakete crashen, so wie sie das mit 30% seiner Satelliten im Weltall schon gemacht haben. Also Wir werden gewinnen. Der ist legit ein Fall für die Psychiatrie. Der denkt, dass irgendwelche Sonnenstürme seine Verbündeten. Ich habe da keine Witze gemacht vorhin, Schlummer. Also, ja, das ist nicht mal mehr hyperbolisch. Der muss in die fucking Geschlossene. Also, wer den findet, einfach wegsperren und die Gesellschaft vor dem beschützen. Ja, gut, ich überspringe wieder ein bisschen was. Am Vorabend des 8. März haben wir deshalb ein Leuchtfeuer gegen Kapital, Patriarchat, Kolonialismus und Tesla entzündet. Der fortwährenden Vergewaltigung der Erde begegnen wir mit Sabotage. Die Ideologie eines grenzenlosen ökonomischen Wachstums und ein auf Zerstörung basierender Fortschrittsglaube sind an ihrem Ende angekommen. Damit Europa ein erstklassischer Investitionsstandort mit einem starken industriellen Ökosystem wird, das ist ein Zitat, werden Giganten wie Tesla noch alle Steine aus dem Weg gerollt. Doch es kommt etwas ins Rutschen. Wir, ein breiter und bunter Widerstand, rollen sie wieder hin. Wir, das sind die Gerüllhaufen und Sandkörner im Getriebe einer Maschinerie, die unaufhaltsam vorwärts stampft.
Wir, das sind Störfaktoren im Maschinenraum. Wir, das sind die Verzweifelten und Ausgestoßenen. Wir, das sind die bürgerlichen Menschen in Deutschland oder MigrantInnen auf der Flucht. Wir, das können viele Leute im Wald und in den Baumhäusern und auf der Straße sein. Das können verdeckte Sabotagegruppen wie die unsere sein. Das können auch Menschen in der Gigafactory sein, die sich an den Maschinen ihres Meisters für seine Arbeitsbedingungen revanchieren. Wir können erwischt, geschlagen, gedemütigt, vergewaltigt oder ermordet werden, aber wir sind im Recht. Nur die Gewalt kann uns am Boden halten. Aber wir stehen wieder auf und nach uns werden andere kommen. Tja. Die denken wirklich, dass sie die Hauptrollen in irgendeinem saugeilen Hollywood-Film spielen. Kann Wenn du Geld setzen müsstest auf die Frage, war der auf irgendwelchen Substanzen und sei es Alkohol dabei, würdest du sagen ja oder nein? Ich denke, dass das Rauschgiftabhängige sind. Ja, sehr, sehr gut. In irgendeiner Form. Ich meine, gewisse Ansätze, wenn man es mal so nennen will, kann man ja sogar unterstützen davon, also wenn er über die Überwachung redet. Was er dann geredet hat, ist vollkommen irre. Aber das Interessante ist, dass auch da der linksextreme Anschlag sich dann quasi nie richtet gegen den viel realistischeren Feind in dieser Hinsicht, sagen wir Google oder so, ne? Dass man irgendwie einen Anschlag auf, wie gesagt, ich rufe zunächst auf, dass man einen Anschlag auf Google oder so verübt, würde in diesem Tenor wesentlich mehr Sinn machen. Aber nein, auch da muss man sich den rausnehmen, der als Feind markiert wurde von den Massenmedien, die ja eigentlich zum System gehören, das man verflucht. So ist es. Ich würde dann kurz zu den Arbeitsbedingungen bei Tesla was loswerden. Die sollen exzellent sein. Ich habe einen Bekannten, sondern mein bester Freund, der hat einen Bekannten und der arbeitet da. Und ja, arbeiten heißt arbeiten und Homeoffice ist da eher die Ausnahme. Das ist bei mir übrigens auch so. Allerdings verdient der Bekannte von meinem Kumpel ungefähr das 2,5-fache von dem, was ich verdiene. Also Tesla zahlt zumindest exzellent. Ich habe vorhin nachgeschlagen, geben uns noch 30 Urlaubstage. Ist jetzt nichts Weltbewegendes. Gesetzlich vorgeschrieben wären 20. Ja, also ich glaube nicht, dass Tesla ein grottenschlechter Arbeitgeber ist. Ist ja auch bei allen anderen Autobauern ähnlich. Ne? Ich habe vorhin mal gegoogelt, so als Beispiel, das übliche Einkommen eines Kfz-Mechanikers, das liegt bei 30.314 Euro im Jahr. Mhm. Und ein Kfz-Mechaniker, der bei VW arbeitet, der verdient durchschnittlich 35.000 Euro im Jahr. Also was sind das? 15% mehr oder so. Ja? Ich denke nicht, dass das bei Tesla großartig anders ist. Einige Angestellte haben dann auch die Gunst der Stunde genutzt, um eine Art Demo abzuhalten. Jedenfalls kam man da zusammen und hat seine Solidarität bekundet. Hier das offizielle Video dazu. Lasst uns der Vulkangruppe Deutschland der Welt zeigen, was wir unter Solidarität verstehen. Wir werden die Fabrik in der nächsten Woche wieder starten und mit voller Kraft zurückkehren. Jetzt erst recht. Ja, also bei der Sprecherin hätte man jemanden wählen können, der ein bisschen mehr Punch hat. Das klang jetzt nicht übermäßig bestimmt, aber ich konnte da keinen sehen, der aussah, als wenn er dahin geprügelt werden musste. Ja, dass das Ganze freiwillig war, das erkennt man auch daran, dass ich habe da jetzt grob mal so überschlagen, da stehen so in etwa 1.000 Leute und wie vorhin schon erwähnt, in der Fabrik selber arbeiten ja über 10.000. Also gerade mal jeder Zehnte war da, aber immerhin jeder Zehnte war freiwillig da. Ne? Mhm. Okay, weiter im Text. Wir haben uns mit unserer Sabotage den größtmöglichen Blackout der Gigafactory zum Ziel gesetzt. Die Gefährdung unseres und das Leben anderer Menschen haben wir ausgeschlossen. Der Stillstand der Produktion der Automobilindustrie ist der Anfang vom Ende einer Welt der Zerstörung. Unser Freudenfeuer der Befreiung hatte die Stromversorgung von Tesla zum Ziel. Wir wollten die Freileitung eines Hochspannungsmasten in der Verbindung zu den Erdkabeln an den wasserdichten Kabelmuffen treffen und die 6110 Kilovolt Kabel darin kurzschließen. Wir haben dazu den Schacht zu den Kabelmuffen geöffnet, der zur Hälfte unter Wasser stand. Herausschauende Starkstromleitungen haben wir trotzdem flambiert und in Kombination mit Wasser vielleicht einen Kurzschluss fabriziert. Schäden an Kabelmuffen sind oft in der Behebung des Schadens langwierig und teuer. Gleichzeitig haben wir das Feuer groß und hoch mit vielen Autoreifen angelegt, um die Stahlkonstruktion zu schwächen und eine Instabilität des Masts herbeizuführen. Erst bei rund 1300 bis 1500 Grad schmilzt ein Stahlmast.
Da wir mit einer Hitzeentwicklung um die 900 Grad gearbeitet haben, ging es darum, die mechanischen Eigenschaften des Masts zu verändern. Als Stahlkonstruktion unter Last kann ein schnelles, großes Feuer ab 500 Grad aufwärts zum Verlust der Festigkeit führen und Steifigkeit, Streckkraft und Elastizität des Metalls verändern. Meine Fresse, ihr habt die Scheiße abgefackelt. Ist ja gut. Ja, aber warte, ich finde das nicht irrelevant. Ja, so kann es zu Knickeffekten kommen, zu Verdrehungen oder Durchbiegungen. Das war unsere Absicht. Also ich finde das dahingehend überzeugend, dass der Text zuvor sich ja in jeder Zeile so gelesen hat, als wäre der Verfasser, wie wir gerade schon festgestellt haben, rauschgiftabhängig und müsste in eine geschlossene Psychiatrie eingewiesen werden. Aber der Part gerade, der war sinnvoll. Also, ja, das könnte vom Mechaniker oder so drin gewesen richtig sein. Ja, also da war er richtig stolz drauf, offenbar. Das ist wie eine sehr, sehr schwule die Version von Nord Stream. Die waren halt detailliert und zusammenhängend. Ne? Ja, stimmt. Anders als dieser ganze Blödsinn zuvor. Das ist dann der kurze, luzide Moment. Ne? Das ist so das Schlimmste aus allen Welten. Naja, er ist dann wieder... Stomo, es ist halt auch der einzige Moment, wo sie was Sinnvolles schreiben können. Ja, Weltanschauung komplett durch. Und gleichzeitig dann luzide dabei, möglichst viel Schaden anzurichten. Ja, okay, letzter Absatz. Es steht allen Menschen frei, sich offen oder klammheimlich über unsere Aktion zu freuen. Wer sich genötigt fühlt, sich zu distanzieren, sollte sich fragen, warum eigentlich? Und wer daran ein Interesse hat? Gemeinsam zwingen wir Tesla in die Knie. Switch off für Tesla. Grüße an alle auf der Flucht, im Untergrund, in den Gefängnissen und im Widerstand. Was Liebe wollen die Kraft eigentlich? Allen Antifas. Sehr schön. Was wollen die eigentlich dann am Ende für eine Mobilität haben? Also E-Autos ja, auch nicht. Pferdekutschen. Ich meine, wir kommen dazu, pass auf. Dazu gibt es den passenden Tweet von Musk. Ich glaube, zu dem Thema komme ich dann gleich sowieso. Musk hat nämlich um kurz vor 14 Uhr dann das erste Mal auf Twitter was dazu geschrieben und das war folgendes. Das sind entweder die dümmsten Ökoterroristen der Welt oder sie sind Marionetten von denen, die keine guten Umweltziele haben. Die Produktion von Elektrofahrzeugen zu stoppen, anstatt von Fahrzeugen mit fossilen Brennstoffen, ist äußerst dumm. Also daraus kann man jetzt lesen, dass so ein Anschlag bei der Konkurrenz sinnvoller gewesen wäre. Ja, andererseits leitet er das ja damit ein, dass das möglicherweise die dümmsten Ökotouristen der Welt sind. Und da hat er ja dann halt auch einen Punkt. Ja? Also wenn ich schon Probleme ökologischer Natur habe, dann sollte mein letztes Anschlagsziel ein Elektroautobauer sein. Das Ding ist, oder? Die Leute wollen halt zurück in die Steinzeit. Exakt. Und das ist halt nur ein Mittel zum Zweck. Ne? Also dieses ganze Klimading, ich glaube nicht, dass wirklich relevante Zahlen der Akteure, die wir sehen, tatsächlich die Angst hat, die sie uns machen oder die Angst haben, die sie uns machen wollen. Ich glaube, das ist einfach nur ein Vehikel, weil es ihnen halt einfach ästhetisch gefällt, zurück in die Steinzeit zu gehen. Ne? Sie finden das einfach gut. Und sie finden gut, dass sie damit auf der bösen Maskulinität rumhacken können. So lustig und glücklich in ihren scheiß Kommunen leben zu können. Ja. Und alle lieben sich einfach. Ja, es gibt nur noch Liebe. Ja, genau. Und sie müssen halt die gesamte Welt in so eine Kommune verwandeln, damit die Leute keinen Ort mehr haben, an den sie fliehen können. Ja, gut. Ich meine, weiteres werden wir erst erfahren, wenn die einen davon schnappen. Wobei ich jetzt nicht die Luft anhalten werde, bis das geschieht. Das ist ja bei linken Gruppierungen eher so ein Ding, dass das eine Weile dauert. Weil natürlich die größte Bedrohung für uns ist der Rechtsextremismus und entsprechend liegen dann auch die Prioritäten bei unseren Behörden. Beim RBB erfahren wir dann, dass der Verfassungsschutz die Vulkangruppe natürlich schon kennt und sie dem anarchistischen Spektrum zuordnet. 2011 sollen die sich gegründet haben und seitdem zahlreiche Brandanschläge in Berlin und Brandenburg verübt haben. Darunter bereits ein Anschlag auf das Tesla-Werk in Grünheide. Mhm. 2021 war das. 2020, das halte ich fest, Schlummer, hat dieselbe Gruppe ein Feuer in einem Kabelschacht des Heinrich-Hertz-Instituts in Berlin gelegt. Und der Grund dafür war, das Heinrich-Hertz-Institut war an der Entwicklung der Corona-App beteiligt. Mhm. Das interessant. War der Grund für den Anschlag. Interessant, ja. In dem Fall mal eine nicht völlig absurde Feindverortung. Ne? Ja, also auch da ging es den Leuten um Überwachung. Man muss jetzt aber auch dazu sagen, das war 2020. Ich weiß aus dem Kopf leider gerade nicht. Hier haben wir es doch, ich weiß es. Hier ist ein RBB-Artikel. Linksautonome bekennen sich zu angeblichem Anschlag auf Corona-App. Mittwoch, 15. April 2020. Das war ein Zeitpunkt, wo noch gar nicht so richtig klar war, wie werden die Medien Corona uns so einordnen. Mhm, interessant. 2019, Covid-19, das ging ja Anfang 2020 erst los. Mhm. Das heißt, im April 2020 konnte man so einen Anschlag von linker Seite noch verüben. Und ja, dann ist das NPC-Update gedroppt und dann ging es nicht mehr. So ist es. Gut, dann ein Twitter-Post des öffentlich-rechtlichen RBBs vom 5. März, also
der Tag, an dem was geschehen ist, auf einen Strommast in der Nähe der Tesla-Autofabrik in Grünheide, oder der Spree, ist am Dienstag mutmaßlich ein Brandanschlag verübt worden. Im Tesla-Werk kam dadurch die Produktion zum Erliegen. Bis Ende der Woche können dort keine E-Autos gebaut werden. Das klingt so ein bisschen so, als wenn man gar nicht wissen würde, gab es da schon irgendwie, weiß nicht, wer ist denn der Täter? Der Tweet ist von 18:15 Uhr, vielleicht. Kannst du irgendwo eine Zeit sehen, Schnur? 7 Uhr abends. 7 Uhr, alles klar. Also sprich 7 Stunden, nachdem das Bekennerschreiben online ging. Ja? Mhm. Und mutmaßlicher Brandanschlag, na gut, dazu gab es auf jeden Fall ein Video. Achtet mal darauf, wie subtil sie darauf hinweisen, dass das mutmaßlich Linksextreme waren. Dem RBB liegt inzwischen auch ein Bekennerschreiben vor, der sogenannten Vulkangruppe Tesla abschalten. Darin sagen sie, sie haben heute Tesla sabotiert, bekennen sich dazu und sagen, Tesla ist ein Umweltsünder, verschmutzt das Grundwasser und braucht Ressourcen auf. Dass hier ein Anschlag verübt worden ist, der terroristische Züge hat, der eine ganze Region betroffen hat. Das sind mehrere 10.000 Menschen. Das sind zum Teil Krankenhäuser, das sind zum Teil Altenwohnheime. Und es ist von denjenigen, die diesen Anschlag verübt haben, billigend in Kauf genommen worden, dass Menschen dadurch verletzt werden. Wie Minister Steinbach eben schon sagte, sind wir mittlerweile auch wirklich sehr besorgt um die Sicherheit unserer Mitarbeiter hier am Standort. Wir haben über 12.000 Mitarbeiter, die wir jetzt momentan nicht weiter beschäftigen können. Das bedeutet für uns einen wirtschaftlichen Schaden im hohen neunstelligen Bereich. Ja, man weist gar nicht darauf hin. Also höchstens zwischen den Zeilen, ne, es geht da irgendwie um Ökos oder so, aber sie nutzen das Wort links nicht, sie nutzen das Wort Linksextreme nicht. Übrigens, der Typ, den ihr da gerade als Vorletzten gesehen habt, der ist irgendwie, stand dazu, Innenminister von Brandenburg, das ist Blödsinn, Fake News vom RBB, das ist der Wirtschaftsminister Brandenburgs gewesen. Nicht, dass ihr euch wundert, dass ich vorhin erzählt habe, dass der Innenminister einen ganz anderen Namen trägt. Der Name, den ich genannt habe, der ist durchaus korrekt. Ja, das hier war nicht der Innenminister, sondern der Wirtschaftsminister. Also eine reife Leistung, so 2+ für den Beitrag. Ja, auf jeden Fall. Irgendwas wollte ich, glaube ich, noch loswerden. Oder kommen wir jetzt, ich glaube, wir kommen jetzt direkt zu Lisa Pöttinger. Machen wir mal Lisa Pöttinger. Vielleicht fällt mir noch ein, was ich sagen wollte. Erstmal generell die Frage, wer ist Lisa Pöttinger? Ja, fragt ihr euch wahrscheinlich gerade. Wer den Namen bei YouTube eingibt, der findet einen Auftritt von ihr bei ZDF heute, einen beim Bayerischen Rundfunk und dann noch ein paar andere bei anderen Formaten. Also die war offensichtlich oder ist, keine Ahnung, recht beliebt. Sie war Versammlungsleiterin bei der Münchner Demo Gemeinsam gegen Rechts. Nicht Gemeinsam gegen Rechtsextremismus oder so, Gemeinsam gegen Rechts. Laut Bild ist sie selber extrem und sie schrieb zum Anschlag bei Tesla, Freunde. Mir tut es leid, dass private Haushalte in Mitleidenschaft gezogen wurden. Doch jeder Tag des Produktionsstopps bei Tesla ist ein guter Tag für unsere Umwelt und unser Wasser und damit für alle. Nochmal, mehrere 100 Millionen € Schaden. Ja? Und dieselbe Frau, die schrieb Mitte vorletztes Jahr, ich halte es für legitim, die Adressen von Nazis, Klimafaschos und KonzerneigentümerInnen zu veröffentlichen. Die Frage ist halt, was man dann damit macht. Das Haus mit Farbe bewerfen oder Graffiti? Cool. Gewalt gegen Leute? Schwierig. Ja, das schwierig. Eure Verbündeten, Freunde? Nicht unmöglich, genau. Aber schwierig. Nochmal, diese großen Demos gegen rechts, ja, wo die Presse sich so wahnsinnig gefreut hat, euch nicht einen Extremisten zeigen wollte, ne, nicht mal die da mit einem Banner rumliefen, AfDler töten oder so, wollte man jetzt insbesondere bei den Öffentlich-Rechtlichen thematisieren. Diese Dame, Versammlungsleiterin der großen Demo in München gewesen. Ja, und Gewalt schwierig, ja, alles andere wunderbar. Tja. Das warst du, Tesla. Tja, ohne Scheiß, das hat mich gut gepsyopt in die Richtung von jetzt auf Elektroautos stehen. Also ich habe jetzt eine deutlich positivere Meinung zu Elektroautos als vorher, wenn das Ziel war von diesem Anschlag. Wie nutzt es, ja? Ist da Musk der Strippenzieher? Elend Musk, der Strippenzieher, ja, im Hintergrund.
Wer weiß, ne? Ich meine, wir haben uns jetzt häufig zum Unmut einiger Zuschauer lustig gemacht über E-Autos, lustig gemacht über die Technologie, lustig gemacht darüber, dass die abfackeln die ganze Zeit, dass die im Winter nicht fahren und so weiter und so fort. Aber ja, vielleicht sollten wir mal andere Töne anschlagen. Tja. Apropos, ganz kurz, Schlimmer. Erinnerst du dich, dass ich vor etwa 2 Monaten gesagt habe, dass diese ganze Scheiße rückabgewickelt wird? Als Holgerheber. Verbrennerstopp, keine Kernkraftwerke, wir werden das alles haben. Wir werden Verbrennerautos fahren, wir werden Kernkraftwerke haben, es wird einfach nur dauern. Hast du mitbekommen, was diese Woche passiert ist? Nee. Von der Leyen hat diese Verbrenner ausgekippt. Mhm. Das war ja angedacht für 2035. Und jetzt hat man festgestellt, ganz plötzlich, das war vielleicht doch eine scheiß Idee. Ja, weil man hat bei der Berechnung vergessen, dass ja auch E-Autos einen CO2-Rucksack haben. Also auch die entstehen ja nicht einfach so aus Luft, ja, sondern man muss die erst produzieren und so. Also ist das für die Bilanz unterm Strich gar nicht so gut. Also ist der Stand jetzt der, dass vorerst kein Verbrennerverbot geplant ist. Ja, und das, was 35 eingeführt werden sollte, ist vom Tisch. Ja, wegen der Produktion musst du ja sowieso unter normalen Bedingungen so und so viele Jahre erstmal damit fahren, damit sich das dann rechnet. Ne, weil die Produktion von dem Auto erstmal wesentlich mehr CO2 erzeugt. Naja, wir hatten das vor Jahren, gab es die erste Berechnung, da hieß es 200.000 Kilometer. Und die letzte, von der ich mitbekommen habe, sagte aus 160.000 Kilometer. Also das ist auch mein letzter Stand, dass nach 160.000 Kilometern ist ein Elektrofahrzeug, was CO2-Ausstoß betrifft, besser als ein Diesel. Also bis Kilometer 159.000 fährst du mit einem Diesel besser, verpestest weniger die Luft als mit einem Elektrofahrzeug. Ja, und meine Lieblingsschlagzeile war dann noch, dass während der Atomstromabschaltung und der Wiederaufnahme von Kohle und so weiter und so fort, es dann sogar auf jeden Fall für einen gewissen Zeitraum so war, das war, glaube ich, die Berliner Zeitung, die damals darüber berichtet hat, dass in der Benutzung die E-Autos mehr CO2 produzieren als die normalen Autos. Ne? Einfach weil der Strom dermaßen dreckig produziert wird unter unserer ersten, ja nicht also, erster, und unter unserem momentanen. Halte ich für möglich. Ja, mit Kohlestrom halte ich das. Ich weiß, also der Mix, den wir zuvor hatten, bei dem war das nicht der Fall. Da waren diese 160.000 Kilometer mein letzter Stand. Aber mit der Kohle ist das sehr gut möglich. Ja. Tja. Dann sind wir am Ende der Folge angelangt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Hat wieder viel Spaß heute gemacht. Und wir sehen uns nächsten Sonntag, wie immer, live um 18 Uhr hier wieder. Bis dann. Haut rein.